So, muss aber eine Stelle finden, irgendwie auch wieder aufzunehmen. Okay, wir ignorieren das Scheißteil einfach, habe ich jetzt entschieden. Und gucken lieber die Pflanzen an und ja, mal gucken, was wir draus machen. Nehmen wir uns die Blume mit, das ist eine gute Idee. Damit wir überhaupt irgendwas zur Verteidigung haben. Bio, wow! Mann, diese Scheißdinger! Okay, alles klar. So, dann hier so lang und dann ist auch gut. Alter Schwede. Das ist nicht mehr feierlich hier. Okay. Bibi-bibi-biu. Okay. Alter, dieses Level hier auf den bescheuerte Art und Weise hier zu lösen, das macht man eigentlich nicht. Damit machen wir das nicht nach. Das ist nicht eine gute Idee. In keinster Weise. So, einfach hier lang. So, einfach hier durchgerutscht und gucken, was hier oben ist. Och, du Scheiße. Nee, nee. Weil notfalls kann man sich da durchdrücken lassen vom Screen, also so ist es nicht. Also es ist nicht unmöglich, da durchzukommen, wer das jetzt nicht so drauf hat. Da kann man sich einfach durchquetschen lassen. Oh Gott, ey. Wenn ich diese Dinger hier schon wieder sehe, ne? Alter, wie sollen wir dann rüberkommen? Da kommen wir schon diese Sadomaso-Sprünge, die wir gleich in Welt 8 immer haben werden. Ihr glaubt gar nicht, was in Welt 8 gleich abgehen wird. Das ist so ein kranker Scheiß. Wer das Spiel noch nicht gespielt hat und das bei mir sich zum ersten Mal ansieht oder noch nicht so weit gekommen ist, der wird sich nur denken, was zur Hölle. Ja. Und zum Thema Super Mario Sunshine. Weil die Leute ja dann interessiert sind. Super Mario Sunshine 1. Es ist geplant, ein 100% Run minus blaue Münzen zurzeit. Das ist die zurzeitige Planung. Da kann sich noch was dran ändern, zu positiv oder zu negativ, weil das ist die zurzeitige Planung. Ich weiß nicht, wie gut mir das Projekt gefällt und wie sehr es euch gefällt. Von daher, im Sommer, sag ich mal, gibt es ja nichts Schöneres, als Super Mario Sunshine zu machen, ne? Da gibt es doch nichts Passenderes. Also machen wir das auch mal und hoffen dann auf besseres Wetter. So, da haben wir jetzt unser Schiff mit sehr schöner Deko da, wo man einfach durchgucken kann. Das finde ich sehr witzig. Okay, dann wollen wir mal rein da. Das letzte Schiff mit einem komischen... Ist das Iggy? Weiß ich nicht. Kann er sein, muss er aber nicht. Okay, wir zertrampeln ihn trotzdem einfach. Hüpfi, hüpfi. Hüpfi, hüpfi. Hüpfi, hüpfi. Okay, Vergeltungshüpfi. So, na, was sagst du dazu, hä? Hüpfi. Ja, damit haben wir diesen blöden Stab in der Hand drin. Das ist glücklich, schätze, und ich mache lieber keine komischen Vergleiche, sonst denken die Leute wieder, ich habe einen Dildo in der Hand. Ja, letztes Mal kamen die Leute einfach drauf, dass ich einen Dildo in der Hand habe. Warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Das war der Kampfschrei von Mario gewesen. Was anderes war das nicht. Da müssen wir nicht wundern. Das war nur der Kampfschrei von Mario. Und er ist zum Wikinger geworden, denn Yoshi ist als Mensch in Wahrheit ein Wikinger. Warum auch immer. Das stecke ich jetzt nicht. Warum ist Yoshi ein Wikinger? Er ist es einfach. So, jetzt kommt der super Drogen-Flash-Screen. Jetzt müsst ihr aufpassen, nicht, dass eure Augen verblenden. Also, wow! Yo, I get not the prince, and why you were running around? Just hear my cast. I rest. King of the motherfuckers. Okay. Yo! Dann wollen wir mal, ne? Wir haben einen Pilz als Ausrüstung und wagen uns in das erste Level hier rein. So! Dann geht's mal los hier. Wir versuchen zumindest mal. Das ist das Panzerlevel. Das Panzerlevel ist nicht nett, weil hier ist ordentlich Party angesagt. Das Panzerlevel ist nicht so schlimm wie das Airship-Level und das... Ja, hier müsst ihr wissen, jetzt werdet ihr einfach nur noch vergewaltigt in dem Spiel. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ihr einfach nur noch von Schuss und Schuss versucht einfach nur rauszuweichen und denkt, ja, hoffentlich komme ich irgendwie durch. Ja, so ist das. So ist das. Und wir hoffen einfach, dass wir das die ganze Zeit überleben. Meine, was haben die alles auch... Warum muss Mario eigentlich so eine Armee von Panzern durch? Und warum hat ihr Bowser so eine derbe Armee? Das ist doch so eine Frage, die sollte man sich doch einfach stellen. Woran hat er das Geld für so eine Scheiße? Ich meine, man baut doch nicht zum Spaß und Kack. Ich meine, woran hat er den ganzen Kram, wenn er ihn so nicht verwendet? Und einfach mal hier Mario zu töten damit sein scheiß Pilzkönigreich. Ich meine, der hat hier doch den ganzen Kram. Oh Gott, ey. Das ist, diese Leute. So, einmal eine Feder. Sie soll uns nicht schaden. Okay. Hier ist doch eine ganze Besatzung hier. Und wieso haben die so eine Propeller hier? Was sollen die machen? Ist das eine Antenne fürs Radio hören oder was? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Schäbig, schäbig, schäbig. Schäbig, schäbig, schäbig. Mal auf damit, Matze. So. Ja, man kann sich auch in eine andere Richtung drehen und da mit seinem Schweif herumspacken. Wie sieht der Boden gerade sehr verwirrend aus. Der bewegt sich gerade echt merkwürdig. Er macht mir gerade Kopfschmerzen. Das sollte man nicht zu lange... Wow! Stimmt, da kommt ja auch was raus aus diesem Riesenrohr. Alter Schwede, der hat's drauf, ey. Der hat einen großen. Oh Mann, ey. Hör mit dem Scheiß. Okay, da ist der Ausgang. Tschüss. So, das war's. Voll der schwere Gegner. Und ich schwör auch noch. Ich werde auch noch getroffen. So, gib mir das, was ich kriegen kann. Einen Stern, der meinen Namen trägt. Schön. Das ist toll. So, weiter geht's. Auf zum Flugschiff. Einfach mit klein.
Einfach einen kleinen. Ach du Kacke. Da habe ich mich auch was eingelassen, ne? Wieso ist das Wasser nicht rot? Und wieso sollte man hier durchgehen, um diesen Scheiß zu holen? Wow. Was habe ich denn da getroffen? Hä? Und wieso hat mich diese Kugel getroffen? Was war denn das für eine Hit-Detection? Alter Schwede. Ist ja fast so schlecht wie Super Mario 1. Ich habe da mal einen Speedrun von gesehen, von Super Mario Bros. 1. Alter, man kann das Spiel auch verarschen. Das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Ja, wie komme ich hier jetzt rüber? Wollt ihr mich verarschen? Oh, das geht echt. Oh mein Gott, ey. Dieses Spiel jetzt, ne? Das ist es echt nur noch darauf ausgelegt, an zu vergewaltigen. Das ist nicht mehr feierlich hier. Oh mein Gott. Das sollen das eigentlich da vorne immer Maschinengewehre sein, die da vorne drauf liegen? Oder was ist das Schwarze da? Das ist merkwürdig. Ich wundere mich da jedes Mal. Das ist eigentlich immer schön. So. Einmal hier rein. Jeppa. Oh! Okay, hier sind wir wieder. Ich bin hier irgendwie wieder vorne. So, okay. Dann gucken wir mal durch. So. Hüpfen. Also ich schieb mich immer ein bisschen weiter vor in den Level mit dem Safe State, aber ein bisschen muss ich auch mal spielen. Ich werde das ja auch trotzdem noch ein bisschen im Flow bleiben bei dem Spiel. Von daher schiebe ich mich nie ganz nach vorne oder spule das ganz zurück. Weil sonst ist das alles irgendwie ein bisschen sinnlos. Da irgendwie auch draus zu lernen aus dem, was man falsch gemacht hat. Okay, die nächste Superkugel. Jetzt haben sie hier eine Wasserarmee. Das ist doch merkwürdig. Was? Ich meine, diese Wasserarmee ist dann auch noch in so einem komischen Gewässer drin, wo es gar nicht rauskommt. Das ist was... Was soll denn das nützen? Es ist wirklich schwer, hier einen Moment zu finden, wo man mal eine kurze Minute, eine kurze Sekunde für sich selbst hat, die man dann nutzen kann und da irgendwie mal kurz rauskommt. Also, da muss man zu Anfang einfach wieder rüber springen, sonst könnt ihr es vergessen. Da bin ich mir jetzt sicher. Ach, du Scheiße, ey. So, was haben wir hier? Eine Kugel. Oh, bam. Verstehe schon. Ja, denn, schießt du einfach weiter? Nö, du hörst auf zu schießen. Das ist nett. Das ist natürlich cool. So, und jetzt bist du da. Ja, du bist ja der ultimative Endgegner. Du bist ja noch dümmer als das Viech vor dir, ey. Einfach tot trampeln. Hätten wir das. So, und damit haben wir uns den Weg freigeschaltet. Wir müssen diese Dinger nicht nochmal töten, glaube ich. Meine ich zu wissen. Oder zumindest muss er diese... Ja, doch. Müssten die ein. Jetzt kommen wir hier durch. Immerhin. Immerhin etwas. Na denn. Ja, dieses Spiel ist echt unfair zu einem. Selbst wenn man jetzt stirbt, muss man noch diese Panzerdinger durch. Jetzt werden wir gegrapscht von der Grapschhand. Das ist natürlich auch nett. Jetzt müssen wir diese schweren Level hier durchgehen. Als Bestrafung, dass wir dieser Hand gegrapscht werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieser Hand gegrapscht werden, ist gleich Arsch. So, nochmal. Okay, du Scheiße. Die springe ich auf und dich töte ich. Bei dir hoffe ich einfach nur, dass du jetzt nicht hier ganz runter springst. Sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht, mein Freund. So, und da ist ein Pilz. Das heißt, wir kommen jetzt durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und nochmal eine Münze. Ja, schön. Damit das hier nicht so weit kaputt geht, dass man hier gar nicht mehr durchkommt. Tot. Wow, mein Freund. Das ist aber so nicht geplant gewesen. Das geht nicht. Und hier kriegen wir auch einen tollen Gegenstand. Und das ist Superblume. Ja, ich muss natürlich alle Level dieser Art zeigen. Wäre das sonst natürlich scheiße, wenn ich es nicht machen würde. Von daher gehe ich ja einmal durch und lass mich mal von jedem Level hier schnappen. Das sind kurze Levels, aber es sind Levels, die trotzdem gemacht werden müssen. Und das ist das Schieb-Schieb-Level mit ganz vielen Fischen, die dann hinterher fliegen. Das ist ganz nett von denen, dass sie einen so, ja, begrüßen wollen hier in diesem Level. Das ist immer wieder sehr sozial. Das ist eigentlich völlig überflüssig. Und dann auch noch sowas. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und tschüss, da sind wir auch schon durch. Ja, ja. So schnell kann es gehen und wir erhalten noch ein dummes Item. Das ist so die Welt-8-Art eines Pilzhauses, könnte man sagen. Man klopft sich durch die Welt durch und dafür erhält man auch was Schönes. Na komm, lass dich rein. Also, habe ich es einfach so gemacht, gezwungenerweise, weil ich das einfach mal zeigen möchte. Man kann sich auch reinzwängen. Beim Anfang muss es, wenn man das Spiel zuerst mal spielt, muss es bestimmt voll verwirrend sein, ey. Wenn man da zuerst mal durchgeht. Ja. Aber hier bin ich einfach im Flow geblieben und habe das geschafft. Ganz praktisch. Yeah. Eine Yeah. Haben eine dumme Feder erhalten. Yeah. Und hallo. Der nächste Freund, das ist ein Flugschiff diesmal. Dann haben wir auch alle Elementare durch. Dann haben wir Wasser einmal auf der Erde und einmal sonst wo. Na denn. Einmal in der Luft, genau. So nennt man das hier, wo wir hier gerade sind. Die Luft. So. Spring aber alles kaputt hier. Alter, dieses Level. Autoscroll-Level. Finde ich mal ganz witzig für Speedrunner. Ich meine, wie wollen sie bei einem Autoscroll-Level da irgendwie noch was großartig rausholen? Das Einzige, was die da machen können, ist da rumspacken. Oh mein Gott. So, stirb, mein Freund. Ja, das ist gut. Ich habe ja mal so gefragt, so, kann man denn einen Meiste-Punkte-Run machen bei diesem Spiel, sag ich jetzt mal. Und das ist mir mal so aufgefallen, letztendlich kann man sich ja unendlich Punkte holen, weil es gibt ja bestimmte Tricks, womit man sich unendlich viele Leben holen kann. Und dann kann man ja einfach ein Level neu und wieder neu und wieder neu starten. Das ist nur eine Sache von Ausdauer, wie viele Punkte man hat. Von daher keine große Sache. Na denn, wollen wir hier reingehen. So.
Und unser Gegner ist der Spinner hier. Ja, das ist ja jetzt wirklich das geringste Problem. Tschüss. Ja, das war's für dich. Und somit hätten wir das auch geschafft. Ja, diese Gegner sind keine Russen und das wissen sie auch. Ich glaube, es gibt auch trotzdem in dem Moment nichts nervös machenderes, als gegen dieses Viech dann noch kämpfen zu müssen. Keine leichte Herausforderung. Okay, das war ein Gegner. Entschuldigung. Okay, was ist das nächste Ziel? Ich hab mir immer noch was zu tun. Was nehmen wir denn überhaupt? Was hab ich denn? Drei Federn habe ich. Na, dann nehmen wir nochmal eine. Das erste richtige Level hier. Ich glaube, weil man mit genug Schwung kann man hier auch fliegen, ne? Ja! Fliegen! Und wir landen auf einer Röhre oben drauf und können da irgendwie reingehen. Das wusste ich gar nicht. Cool, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Super Lebenland! Super Lebenland! Super Lebenland! Oh Gott, das geht in die andere Richtung. Rutschi! Und. Oh, schade. Weiter geht's nicht. Okay, rein da. Und mal gucken, was wir noch gehen. Ja, das war ja ein super Anfang schon mal, ne? Da kann man sich ja nicht beschweren. So, das ist ja gut gewesen. So. So, wollen wir mal gucken, dass wir genug Schwung kommen. Dass wir hier vielleicht nochmal. Nee, das wird nichts. Oh, K.